Einen flauschigen guten Tag wünsche ich euch und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Es ist tatsächlich passiert, ich habe dank euren Support den YouTube-Rang auf Griefer Games bekommen. Erstmal vielen Dank an euch, die mich hier auf YouTube und neben auch auf Twitch, aber hier hauptsächlich auf YouTube supportet haben, dass ihr den Kanal abonniert, die Videos schaut, kommentiert, liked etc. Eben nur durch euch ist das Ganze nämlich möglich gewesen. Danke auch an das Team für die Möglichkeit, diesen Rang besitzen zu können. Und noch fettes Danke an die Creator-Kollegen, die mich unterstützt haben und auch beim Team vorgeschlagen haben. Es gibt ein paar Dinge, die ich in diesem Video klären möchte. Randschilder, Creator-Kristalle etc. Wie das Ganze ich handhaben möchte. Und das ist sicherlich auch für den einen oder anderen sehr interessant. Deswegen fangen wir am besten auch mal mit dem an, was die meisten wahrscheinlich interessiert, und zwar die Randschilder. Ich habe jetzt die Möglichkeit, dank des Rangs hier einfach eben solche Randschilder eben vor euer Plot zu setzen. Und es gibt auf jeden Fall Möglichkeiten, so ein Randschild zu bekommen. Die gibt es auf jeden Fall. Wenn ich auf Twitch live sein sollte, das Ganze bekommt ihr ja im Streamer-Broadcast mit oder eben per Ankündigung in meinem Discord, Link in der Beschreibung. Auch sehr wichtige Info, meinem Discord beitreten, dort gibt es nämlich das ein oder andere nebenbei auch abzustauben, neben den ganzen Infos. Deswegen halt wichtig, join unbedingt. Wenn ich mal auf Twitch live sein sollte, gibt es dort vielleicht ab und zu auch meinen Randschild, wenn ich Bock habe, place ich hier eins oder da. Es wird aber keine Kanalpunkte-Belohnung geben, bedeutet ihr sammelt jetzt Kanalpunkte und löst dann eben ein Schild ein und ich setze euch. Das wird es nicht geben, ich werde es so sehr setzen, wie ich halt eben Lust und Laune habe. Die meisten Schilder werden wahrscheinlich hier auf YouTube verteilt werden, denn ich werde es in Zukunft wahrscheinlich so handhaben. Ihr macht einfach das, was ihr bis jetzt immer so gemacht habt. Ihr schreibt Kommentare unter den Videos, lasst Support da. Ich werde mir in Zukunft wahrscheinlich dann einen Comment-Picker immer unter irgendeinem Video laufen lassen, komplett random, und dann eben anfragen, hey, hast du Bock, dass ich dir ein Randschild oder so etc. setze? Deswegen einfach hier weiterhin aktiv auf YouTube bleiben. Es gibt aber auch noch ganz wichtig Bedingungen für ein Schild. Ich werde nicht auf jedem Plot ein Randschild setzen. Ich werde weder Schilder an Dauerscammer, EGHler oder Leute, denen einfach in der Mission ist, allen Leuten hier auf dem Server das Leben schwer zu machen, eben die zu trollen etc. Oder eben die mich per MSG oder sonst wo eben belästigen. Ey, ich will ein Schild, bitte, also bitte auch kein Betteln. Ebenfalls werde ich auch keine Schilder an unbebaute oder wenig bebaute Plots setzen, ebenso wenig an irgendwelche Glücksspiel- oder Mittelsmann-Plots. Zum Beispiel hier auf dem Plot, wo ich gerade bin. Ich kann ja auch glücklicherweise hier Fly anmachen. Hier auf so einem Plot, wo einfach hier ein Haus gebaut ist mit Brunnen etc. Das wäre zum Beispiel so ein Plot, wo ich ein Randschild hinsetzen würde. Nur mal so als Beispiel. Auf jeden Fall auch noch wichtig, bis zum Ende dranbleiben. Da gibt es auch noch eine Info. Aber jetzt geht es auch erstmal zu den Creator-Kristallen. So, bei / Cooldowns habe ich ja jetzt die Möglichkeit, alle 30 Tage hier 2000 Kristalle für den Content eben abzuholen. Im letzten Stream habe ich schon ein paar Kisten rausgehauen. Ich habe jetzt noch 9 Sommerkisten, 2 Möbelkisten und noch eine Vault-Kiste. Ich werde diese Kristalle auf jeden Fall alle 30 Tage abholen, denn die kann man sehr gut zum Content eben verwenden. Wenn ich auf Twitch live sein sollte, kann es sein, dass ich da ab und zu mal eine Kiste verlos an irgendeinen, wenn wir Minigames zocken, an den Gewinner eine Kiste raushau oder eben andere Möglichkeiten, die mir dann spontan einfallen. Ich werde die Kristalle aber auf jeden Fall auch für meine YouTube-Videos nutzen, bedeutet, werde die wahrscheinlich so dann offline, ich wollte gerade privat sagen, aber das ist eher der falsche Ausdruck, offline aufmachen. Ich werde das Ganze auch aufnehmen, sicherheitshalber, nicht, dass dann irgendwelche Leute meckern, der steckt sich das ganze Zeug selber ein, will ich gar nicht, brauche ich auch überhaupt nicht. Auf jeden Fall werde ich das Ganze eben auch für zukünftige Projekte nutzen, das Ganze kann man jetzt hier auch schon ab und zu in den Shorts sehen. Ihr habt ja zum Beispiel auch schon auf Citybuild 22 ein kleines Merch GS mit einer Villa oben drauf etc. für eben neue Spieler, die ich dann eben beschenken möchte, er spielt. Dinge, die ich dann aus den Kisten ziehe, tue ich dann einfach unter anderem eben an neue Spieler in dem Video oder an sonstige Leute eben verschenken oder irgendwelche Projekte damit umsetzen. Auf jeden Fall irgendwie diese Kristalle gut für den Content einsetzen. Ich habe es auch einigen versprochen und es passiert auch. Unter diesem Video werde ich auch was verlosen. Es gibt einmal ein Randschild zu gewinnen und dann noch 3 Sommerkisten pro Person. Eine, also einer bekommt ein Schild und 3 andere bekommen eine Sommerkiste. Das Ganze werde ich wahrscheinlich am Samstag auflösen. Bedeutet, haltet dann auch, wenn ihr unter dem Video kommentiert habt, auch da eure Benachrichtigungen im Blick.
denn ich werde jetzt keine Woche warten, bis ihr eben geantwortet habt. Deshalb bitte rechtzeitig melden. Ansonsten nochmal vielen Dank an euch. Bleibt weiterhin aktiv auf allen Kanälen und ganz wichtig, joint dem Discord. Dort wird es nämlich ab und zu auch mal ein Randschild oder eine Sommerkiste oder welche Kisten auch dann immer gerade aktuell im Case Opening sind, wird auch ab und zu mal auf den Discord rausgehauen. Deswegen auch, dort gibt es auch nebenbei noch die ganzen Infos, die es sonst nicht so auf YouTube oder Twitch gibt. Deswegen unbedingt join. Ansonsten bedanke ich mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns nächsten Dienstag um 17 Uhr wie gewohnt wieder hier auf dem Kanal. Ansonsten gern abonnieren für weiteren Griefer Games Content. Haut rein und ciao, Leute.